Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge meines ganz persönlichen Angezockt-Formats Was kann? Heute mit dem früher als erwartet erschienenen Gratis-Update Fallout 76 Stählerne Dämmerung, beziehungsweise besser bekannt unter dem englischen Originaltitel Fallout 76 Steel Dawn. Wobei der Begriff angezockt mal wieder und genauso wie beim Erscheinen der ersten Story-Erweiterung zu Fallout 76, Wastelanders, jupp genau, nicht ganz präzise ist, da wir uns ja immer noch, ja tatsächlich immer noch, in einem mittlerweile über 750 Folgen füllenden Langzeit-Let's Play befinden und es bisher keinen Grund gibt, warum das nicht auch weiterhin so bleiben sollte. Nur müssen wir uns ab heute den Großraum von Appalachia mit einer weiteren Fraktion teilen, nämlich der im Fallout-Kontext allseits bekannten und von vielen Fans verehrten stählernen Bruderschaft, und als ob eine Fraktion inklusive eigener Story, spannender Charaktere sowie erweiterter Lore nicht schon genug des Gratis-Contents wäre, hat die Brotherhood of Steel einige Neuerungen im stählernen Rucksack, die unsere verstrahlte Fallout 76 Erfahrung um einige Facetten reicher machen wird. Da wäre zum Beispiel mein persönliches Highlight die komplett neu integrierten Fallout 76 Camp Shelters bzw. Camp Unterschlüpfe, was nichts geringeres ist als unsere ganz persönlichen Walls-Bunker, mit dem wir ab heute unser bereits gebautes Camp um eine Etage nach unten erweitern und mit eigenem Baubudget nach Belieben ausbauen können. Darüber hinaus gesellt sich noch ein weiteres Feature in das Gesamtpaket von Fallout 76 Steel Dawn, welches zwar vorerst auf Anfang 2021 verschoben wurde, aber zumindest und glücklicherweise mal wieder über die offiziellen Kanäle erwähnt wurde. Die Rede ist von den seit Tag 1 gewünschten Perk-Loadouts, die nun endlich ihren Weg in Fallout 76 finden. Werden. Sicher könnte ich jetzt noch einige Worte darüber verlieren, dass Fallout 76 Steel Dawn neue Waffen, Rüstungen, Quests sowie ein aktuelles Season-Spielbrett bereithält, doch bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das der grundinformierte Fallout 76 Spieler schon selber denken kann und würde vorschlagen, dass wir uns das Ganze einfach mal angucken. Ad Victoria, meine werten Ödländer, und ich freue mich natürlich, euch mit dabei zu haben. Und schon kann es losgehen. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück in Appalachia. Ja, ich glaube, wir sollten uns nochmal den Funkspruch anhören, den ich mir vor gut zwei Tagen schon mal im Let's Play angehört habe. Und da hatte ich ja auch schon vermutet gehabt, das Dankeschön, Scoreboard, da hatte ich ja schon vermutet gehabt, dass da irgendwas nicht ganz hinhaut. Und ja, den hören wir uns jetzt nochmal an und dann widmen wir uns natürlich als allererstes der Steel Dawn Story Quest. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, diesmal ist er in Deutsch. Achtung, Bewohner von Appalachia. Ich bin Paladin Ramani von der Stählernen Bruderschaft und sende aus Fort Atlas. Ihr seid im Ödland nicht mehr allein. Die Bruderschaft ist zurückgekehrt. Es ist unsere Mission, euch zu einem besseren Leben, frei von den bedrohlichen Folgen des Großen Kriegs, zu verhelfen. Wenn ihr Hilfe braucht oder euch uns anschließen möchtet, findet ihr uns in Fort Atlas. Für Appalachia bricht eine neue Zeit an. Baut Respekt, mit uns eine neue Zukunft. Ramani endet. Ist ja gut, Mensch. Okay, ich glaube, wir haben einen Großteil verstanden. Wir müssen nach Fort Atlas. Aber ich muss die Radios gleich wieder ausstellen. Ansonsten kommt wieder... Jo, geh mal geschützte Musik. Ist in Ordnung. Dankeschön. So, Audio. War hier. Pip-Boy Radio. Und direkt wieder aus. Bitte, bitte funktioniere. Manchmal funktionieren die Regler hier nicht, ne? Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt. Ich bin auch ein bisschen nervös. Muss ich zu... Hallo Regler. Wärst du so nett? Oh Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben beim Intro. Du machst alles kaputt, Regler. Ich kann nicht. Doch, jetzt hier. Ich muss es runterklicken. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir tun einfach so, als ob der Regler funktioniert hätte, okay? Und das Steel Dawn Update alles ganz gemacht hat, was kaputt war in Fallout 76. So, wir müssen wohin? Ich aktiviere mal die Quest. Willkommen, Nachbar. Begib dich zu Fort Atlas. Die andere Mission hier, die mache ich mal aus. Ne? Die gehört noch zu Wastelanders. Ist... Naja, ist quasi schon abgeschlossen, ne? Machen wir später. So, wir müssen darüber. Genau, zur Sternwarte. Haben wir da schon einen Schnellreisepunkt? Nee, da waren wir noch gar nicht. Also ballern wir erstmal woanders hin und ich baller mal
hier rüber, genau, zum Sendeturm, in der Hoffnung, dass da jetzt nicht so viele Gegner sind. Aber wir sind ja ganz gut ausgerüstet, das wird schon. Sieht eigentlich ganz ruhig aus. Ich glaube, wir haben freie Bahn. Ich wechsle mal in den Third-Person-Modus und vorsichtshalber mal ins Sniper-Rino-Loader. Oh, das ist ein Hund. Verdammt! Hey, 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 komm her, Hund. Ego-Perspektive zum Ballern. Natürlich in die Ego-Perspektive. Haben das die Supermutanten beim Sendeturm gehört? Ich hoffe nicht. Ach so, nicht wundern. Ne? Ich habe ja erwähnt gehabt, die Perk-Loadouts verspäten sich bis Frühjahr 2021. Ich benutze hier eine Modifikation, den Perk Loadout Manager von Nexus. Den gibt es schon so ein bisschen länger. Ich hoffe mal, dass der nicht korrupt wird, wenn die, die Vanilla, die Original Perk Loadouts kommt. Toi, toi, toi. So, zurück in den immersiven Third-Person-Modus. Sniper Rhino Loadout für mehr Reichweite. Aber wir wollen ja sowieso ohne Waffe hier durch die Gegend laufen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Na, hast du was für uns? Raider-Abschaum. Ja, der ist abgestürzt. Wahrscheinlich, ne? Das war der Raider. Das war ein Raider-Flugzeug. So. Können wir denn hier vielleicht schon die Sternwarte irgendwo sehen? Oh, 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 da ist noch einer. Vorsichtig. Ist der böse? Raider-Veteran. Aber nee, der ist nicht böse, ne? Wir können auch quatschen, oder? Wir wollen ja irgendwann mal ein Raider werden. Wenn du nicht bereit bist, eine Kugel abzukriegen, solltest du nach Foundation abschicken. Was? Wie bitte? Ein Raider, der uns nach Foundation schickt? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Na gut, das müssen wir erstmal verdauen. Aber es gibt ja viele, viele ehemalige Raider, die dann in Foundation untergetaucht sind. Da gibt es einige. Ist der böse? Ja, ich glaube, der ist böse, ne? Boom! Wir alle lieben legendäre Skills. Total cool, aber wir brauchen gerade nicht euer Fleisch. Ich will mir hier nicht die Taschen vollhauen. Wir sind fast überladen. Und ich hatte jetzt nicht die Muße gehabt, meine Taschen vorher noch zu leeren. Da ist sie schon, ne? Die Sternkuppel. Das Observatorium. Nee, da ist sie. Willkommen, Nachbar. Quest abgeschlossen. Das ging aber einfach. Na? Ich gehe mal lieber in den Charisma-Modus, in den Verkaufsmodus, falls wir hier quatschen müssen, ne? Ich glaube, das wäre ziemlich angebracht. Und im schlimmsten Fall wechseln wir in unsere Verkaufsklamotten für noch mehr Charisma. Aber ich gucke mich erstmal hier so ein bisschen um. Ich möchte das natürlich hier alles in meiner Geschwindigkeit genießen. Entdeckt, Fort Atlas. Cool! Sieht ja schon mal sehr schick hier aus. Hallöchen. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Sei gegrüßt. Hi, hi, hi. Nimm doch mal die Knarre runter. Hier ist doch gerade nichts. Schütze und diene. Okay, hi. Ich glaube, unsere Erlöser sind endlich da. Ich glaube auch. Ich trete bei und nehme... Das ist ein komplett neues Gesicht, das habe ich vorher noch nie gesehen. Also hin und wieder sieht man ja hier im Ödland, gerade in Fallout 76, schon mal ein Gesicht doppelt. Das ist neu. Ich komme gleich rein. Ich gehe gleich rein, alles cool. Aber einmal möchte ich außen rumlaufen, um das Gebiet so ein bisschen zu erfassen. Hi. Hier könnten wir auch rein, ne? Auf Zack bleiben. Das Ödland ist gnadenlos. Eben, du sagst es. Immer schön den Blick Richtung Horizont. Flop. Einmal hoch hier bitte. Haben wir hier noch was Schönes? Oh, verschiedenfarbige Stühle. Das kommt mir auch neu vor. Kann ich mich hier bedienen? Willst du auch beitreten? Ja, immer. Vielleicht können wir die Gesellschaft wieder aufbauen. Na sicher. Da müssen wir nur zusammenhalten. Aber hier gibt's gerade nichts. Oh, das soll ich mitnehmen. Aber wir haben keinen Platz, oder? Wir haben wirklich keinen Platz, ne? Naja, so ein bisschen, aber... Wer weiß, was wir hier bekommen in den ersten Storystunden von Steel Dawn, Fallout 76 Steel Dawn. Hi. Lass diese Mutation behalten, bevor sie noch zu einem schönes Plasmagewehr. Ist doch ein Plasmagewehr, ne? Na gut, dann können wir jetzt zum Missionsmarker laufen. Wo kommen wir nochmal hier rein? Hier waren die verschiedenfarbigen Stühle. Geh mal hier runter.
Fort Atlas ist in guten Händen. Dahin muss ich. Ich würde mich gern bewerben. Angeblich braucht die Bruderschaft neue Soldaten. Hallo, Russell Dawson, Bruderschaftsanwärter. Willkommen in Fort Atlas. Klasse, ich möchte mit jemandem reden, der hier das Sagen hat. Willst du beitreten? Oder bist du nur neugierig? So oder so bin ich dafür nicht der richtige Mann. Zivilisten haben hier keinen Zutritt, aber falls du interessiert bist, Ritter Shin kümmert sich um die neuen Rekruten. Er nimmt das Protokoll und die Sicherheit sehr ernst, also musst du erst mit ihm reden, wenn du irgendwas willst. Okay, das werden wir machen, aber wir hatten auch noch einiges zu bequatschen. Hallo, kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Na klar, erzähl mal ein bisschen was über die Bruderschaft. Na klar, was möchtest du denn wissen? Was kannst du mir über die Bruderschaft erzählen? Die Bruderschaft ist eine... Man könnte es wohl Militärorganisation nennen, gegründet in Kalifornien, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Bomben fielen. Wir wollen die Gesellschaft wieder aufbauen und alte Technologie erhalten, damit die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Eines der Mitglieder aus Kalifornien könnte dir mehr erzählen. Bestimmt, aber du hast auch noch einiges zu erzählen. Wie ist das so als Anwärter? Es ist eine Ehre. Das klingt jetzt vielleicht wie irgendein Rekrutierungsmist, aber es stimmt. Ich habe das Gefühl, Teil von etwas Bedeutendem zu sein und eine bessere Welt an der Seite derer zu errichten, die sich dieser Sache verschrieben haben. Ja. Klar, manchmal heißt das, im Regen Wache zu schieben, aber das ist ein kleiner Preis für eine echte Aufgabe. Ja, auch solche Aufgaben müssen erledigt werden. Wie viele Mitglieder der Bruderschaft sind hier? Das sind strategische Informationen, die ich nicht einfach an jeden rausgeben darf, der danach fragt. Sehr gut aufgepasst, Russell. Sehr gut. Das war eine Fangfrage. Ich wollte dich was anderes fragen. Was brauchst du? Fort Atlas? Ehemals Atlas Observatorium. Jetzt Hauptquartier der Stählernen Bruderschaft. Was ist hier los? Das hier ist Fort Atlas, das neue Hauptquartier der Stählernen Bruderschaft in Appalachia. Die Bruderschaft ist noch dabei, hier alles auf Vordermann zu bringen. Aber es melden sich schon Leute aus ganz Appalachia. Einige brauchen Hilfe, andere wollen beitreten. Aber alle sind neugierig auf das, was noch kommt. Wie sagt Paladin Ramani immer, wir sind hier, um zu helfen. Ja, und manche wollen einfach nur ein bisschen Action. Was ist deine Geschichte, Russell? Meine? Ich wollte einfach nur Teil von irgendwas Besonderem sein und etwas wirklich Wichtiges tun. Ich empfing die Nachrichten, die die Bruderschaft unterwegs sendete, und kam her, um alles einzurichten, damit man mich vielleicht aufnimmt. Ihnen gefiel meine Initiative und jetzt bin ich Anwärter. Besser geht's nicht. Na, auf jeden Fall auf dem Weg nach oben. Das wär's soweit, ne? Tja, solange du keinen Ärger machst. Nein, wir doch nicht. So, wir sollen mit irgendwen anderes reden, mit Ritter Shin. Gibt's hier was zum Mitnehmen? Oh, der hochwertige Schrott. Standardcharakter. Oh, ein Bleistift, nehme ich mit. Und natürlich auch ein abgenutztes Klemmbrett. Und Klebeband. Wir müssen rein. Oh, das wird super. Mal gucken, wie es drin aussieht. Hallöchen. Oh, gibt's hier vielleicht einen Händler? Oh, das wäre großartig. Der Außenperimeter ist noch ungesichert. Die Vorräte sind nicht ordentlich verstaut. Und es gibt eine Flut von Kandidaten. Ich bin kein Babysitter für die Zivilisten. Ich bestimme, was deine Pflichten sind. Deine Einwände sind notiert. Aber das ist ein direkter Befehl deiner Vorgesetzten. Hilf uns, freundlich zu erscheinen. Wir sind neu hier. Die Leute sind nervös. Zeig ihnen, dass wir nichts Böses im Schilde führen. Wenn du darauf bestehst, Paladin, wenn das alles ist, liegt der Bericht in Kürze auf deinem Tisch. Weniger erwarte ich auch nicht. Weitermachen, Shin. Paladin? Ich finde das so cool. Die fühlen sich wirklich an, als ob sie gerade hier eingetrudelt sind. Das funktioniert natürlich nur in einem Spiel, welches Work in Progress ist, wie in so einem MMO, wie Fallout 76.1 ist. Und mir fällt auch gerade so auf, dass wir, obwohl wir uns hier in einem Story-Hub bewegen, dass wir Hintergrundmusik haben. Das war bei vielen Story-Hubs, /NPC-Hubs im Wastelanders DLC nicht der Fall. Aber nun gut, weiter geht's. Sean Hockman, hi. Nicht jetzt.
Nicht bevor diese Bruderschaftspenner mir zu... Hey, immer schon auf dem Teppich bleiben. Die wollen doch auch nur helfen. Ich rede mit ihm als Letztes. Erst immer alles andere abhaken. Anwärter der Bruderschaft? Echt jetzt? Hey. Nicht sehr nett. Oh, ein Freizeitraum. Hallöchen. Ich guck noch ein bisschen, ne? Bier sollten wir noch genug haben. Da können wir gerade nicht rein. Musik ist aus, wegen GEMA und so. Willkommen auf YouTube. Was glotzt du denn so? Tally, Lang, Mensch, freut mich. Vielleicht ein andermal? Bin beschäftigt. Das ist mittelnett noch. Das ist okay nett. Ich nehme mal euren Hundenapf mit, wegen Plastik und so. Habt ihr noch was Interessantes für mich? Ordner, Bierchen. Sprich. Oh, wie groß das Teil hier ist. Dr. Blackburn, hi. Das ist doch kein Leben. Bitte, ich wünsche keine Störung. Need something? Bitte, ich wünsche keine Störung. Ist in Ordnung, ich lasse euch ja in Ruhe. Ich bin nur so neugierig und ich möchte das hier wirklich genießen. Kommt ja nicht alle Tage vor, dass man hier neue Story-Inhalte in Fallout 76 bekommt. Und deswegen möchte ich das, einatmen. Nehme ich mit. Erstmal weitergehen, ne? Wir können ja später noch zurück zu Ritter Shin. Gibt's hier sonst noch irgendwas Interessantes? Da ist noch ein Arbeiter-Protektron. Und da geht's sicherlich raus, ja? Appalachia, okay, dann doch zu Ritter Shin. Wir kommen, mein Freund. Wir würden gerne ein Anwärter werden. So, cool wäre es ja, wenn es hier irgendwie eine spezielle Powerrüstung geben würde, für die man wieder erst die Fähigkeit erlangen muss, diese zu tragen, ne? Wie in Fallout 3. Das war ja nicht selbstverständlich in Fallout 3, eine Powerrüstung zu tragen. Da könnte man bestimmt irgendwas zusammenbasteln. Das wäre auch gerade für neue Spieler bestimmt interessant. Oh, Säure. Säurenbatterien, ich grüße dich, Ritterschön. Wenn du etwas von der Bruderschaft willst, dann stell dich an. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Warum sind die alle so grimmig? Russell Dorsey hat mich geschickt, um mit dir zu reden. Hat er das? Ja. Anwärter Dorsey soll am Eingang Wache stehen. Er ist nicht mein Sekretär. Dorsey dachte, dass ich vielleicht helfen kann. Anwärter Dorsey ist zu vertrauensselig, doch sein Eifer ist nicht fehl am Platz. Vielleicht hat er dein Potenzial erkannt. Bist du ein Aspirant für unseren Orden? Ja, irgendwie schon. Ich habe auch einen Laden. Charisma plus 4. Es wäre eine große Ehre, der edlen Bruderschaft beizutreten. Meinst du das ernst? Na aber. Hast du recht. Meinst du es sarkastisch, dann halt deinen Maul. Und zwar pronto. Erwischt. Ich würde dich zu den anderen Kandidaten stecken, bis wir entscheiden, ob du würdig bist. Aber wenn du es ernst meinst, kommst du gerade recht. Du könntest etwas für mich erledigen, so gehst du dem Orden und stellst deinen Wert als Kandidat unter Beweis. Ja. Hier in Fort Atlas tauchen viele Zivilisten mit Anfragen und Bitten für die Bruderschaft auf. Die Leute fürchten sich, verlangen etwas oder wollen, dass wir uns in ihre Streitigkeiten einmischen. Zivile Angelegenheiten sind nicht mein Gebiet. Außerdem muss ich diese Anlage sichern. Wenn du wirklich helfen willst, dann erspar mir diese Mühe. Befrage die Antragsteller und berichte mir, was sie wollen. Alles klar, wir kümmern uns um die Drecksarbeit. Natürlich, kein Problem. Wobei, was ist für mich drin? Der Dienst in der Bruderschaft ist eine lebenslange Ehre. Nicht mein Wenn Geld. Wenn du es wirklich willst, fängt es hier an. Führe diese Pflicht gut aus, dann reden wir über deine Zukunft. Na gut. Aber nur, wenn ich am Ende Geld bekomme, also Kronkorken. Du verstehst mich. Mach es richtig. Lass es mich nicht bereuen. Alles klar, sanft Verhalte und sorgfältig. Dann ziehen wir dich für die Anwärterschaft in Erwägung. Alles klar, na gut. Und nun sollen wir mit den Antragstellern sprechen. Sean Hockman, hallöchen. Hoffentlich hast du was Nützliches zu sagen. Na aber, ich bin jetzt im Auftrag von Ritter Shin. Kann er nicht mal selber kommen? Beschlagnahmt er vielleicht gerade Rüstungspolitur? Okay. Bleib ruhig, Sean. Also... Was hat er zu sagen? Sag mir, wo das Problem liegt. Das Problem ist, dass ein paar dieser Bruderschaftsclowns mir mit Waffengewalt Sachen weggenommen haben. Ich bin friedliebend.
Und war auf keinen Fall vorbereitet darauf, dass bewaffnete Gauner das wenige, was ich zusammenkratzen konnte, beschlagnahmen. Hab die Raider nie verstanden. Ich mag die Ruhe und brauch nicht viel. Schon gar keinen Ärger. Aber jetzt... verstehe ich es. Ich bin hier, damit die Bruderschaft die Sache ins Reine bringen kann. Sonst gehe ich vielleicht nach Crater und mache es wie die. Wenigstens tun sie nicht so, als wären sie die Guten. Okay, nun, ich werde Ihnen sagen, was du mir erzählt hast, Sean. Versprochen, bis bald. Ich kümmere mich drum. Hey, danke. Bitte. Ich brauchte nur jemanden, der mich ernst nimmt. Habe ich mir fast gedacht. Hoffentlich kannst du sie überzeugen. Bestimmt. Das wär's soweit, ne? Antragsteller 1 von 4 abgeschlossen. Ist unten noch einer? Ja, tatsächlich, ne? Die Wartner, das ist quasi der Warteraum. Der Doktor. Was hat der Doktor zu sagen? Ja, kann ich was für dich tun? Nee, kann ich was für dich tun? Du siehst ein bisschen aus wie der Hitman. Ich habe kein Interesse an Smalltalk mit Fremden. Ich bin im Auftrag der Bruderschaft. Ritter Shen hat mich gebeten, mit dir zu reden. Der ernste Herr in der Power-Rüstung, oder? Mhm. Dr. Edgar Blackburn, zu deinen Diensten. Und was wollte Ritter Shen wissen? Na, wo das Problem liegt. Ich soll herausfinden, was du von der Bruderschaft wolltest. Wie ich hörte, besitzt die Bruderschaft fortschrittliche Technologie. Als Arzt und Wissenschaftler war das für mich von Interesse. Für meine Forschung brauche ich Ausrüstung und Materialien, die schwer durch Plündern oder Handeln zu beschaffen sind. Ich wollte fragen, ob eine Übereinkunft möglich wäre. Aber ihren Aktionen nach zu urteilen, herrscht bei ihnen derzeit noch zu viel Chaos. Beim Zustand der anderen Bittsteller gehe ich davon aus, dass ihre Bedürfnisse meine überwiegen. Naja, nur eine Weile, bis sich der Sturm gelegt hat. Wir sind ganz neu hier von der Bruderschaft. Das werde ich sofort aber an Ritter Shen weiterleiten, ne? Danke. Bleib gesund. Ja, Dito, ne? Und schön Abstand halten. Aber mach schon. Art knapp. Oh, Hallöchen, du siehst aus wie mein Campbegleiter. Seid ihr verwandt? Schau sich das einer an. Bist du bei diesen Stahlbrüdern? Warte schon lang drauf, mit denen zu reden. Ja, so halb. So ungefähr, genau. Ritter Shen hat mich gebeten, mit dir zu reden. Wurde ja auch Zeit. Wäre schon fast an Altersschwäche gestorben. Ich bin Art Knapp. Grüß dich, Art. Deswegen hat dich dieser Ritter geschickt. Na, ich soll fragen, wo der Schuh drückt. Ich will einen fairen Handel. Damals habe ich Geschichten über diese Stahltypen gehört. Sie zogen umher und nahmen den Leuten Sachen weg. Für die Sache, hieß es. Na, als wären sie was ganz anderes. Ich habe nicht viel und muss mir schon wegen der Raider Sorgen machen. Also ist es besser, sofort einen Handel zu machen. Meine Farm bringt nicht viel ein, aber ich habe einen Überschuss, den sie bestimmt gebrauchen können. Na, was hast du denn Schönes? Sollen diese Stahljungs und Mädels die Raider von meiner Farm fernhalten? Angeblich sind sie ja auf unserer Seite. Werde ich weiterleiten, alles klar. Hört sich nach einem guten Angebot an. In Ordnung. Mehr kann ich nicht erwarten. Danke. Ad Victoriam. So, und last but not least, die gute Tully. Hey, ne? Nein, ich bin der Problemlöser. Hey! Was ist? Ja, du. Weißt du, mit wem ich hier reden muss? Also, wegen der Waffen? Oh. Du siehst nicht aus wie diese Bruderschaftsrüpel. Ich bin Tully Lane. Was geht bei dir? Ritter Shen hat mich geschickt, um mit dir zu reden. Shen? Der gruselige Typ mit dem Stock im Arsch? Naja, komm. Okay, schieß los. Ich nehme an, dass du es auf Waffen abgesehen hast. Ganz richtig. Große, tolle Waffen. Jeder hier redet von dieser Bruderschaft mit ihren Hightech-Spielzeugen. Da dachte ich mir, Tully, die Dinger brauchst du auch. Natürlich zur Verteidigung. Damit ich und Na klar. meine unschuldigen Freunde uns vor den ganzen fiesen Typen da draußen schützen können. Du bist doch ein Raider. Das sehe ich doch sofort. Ich kann nichts versprechen, ich werde es Ritter Shen aber sagen. Ich sollte jetzt gehen. Ich kapier's schon. Versprechen kann man nichts. Na, dann leg mal los. Alles klar, das wär's hier soweit. Auftrag 1 für die Bruderschaft erfüllt.
Kann ich hier ein Nickerchen machen? Tatsächlich. Aber wir haben noch gut ausgeruht. EP-Bonus plus 5%. Aber wir könnten eine Cranberry-Soße vertragen, bevor sie uns hier weggammeln. Für einen weiteren EP-Bonus. Und wir brauchen auch mal wieder was zu trinken. Ach ja, stimmt, das habe ich im Intro gar nicht erwähnt. Aber die Survival-Aspekte von Fallout 76 wurden ein wenig entschärft. Soll bedeuten, dass man jetzt keinen negativen Effekt mehr verspürt, wenn man nicht regelmäßig isst und trinkt, sondern nur einen positiven Buff bekommt, wenn man den Survival-Aspekten nachgeht. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen klar rübergebracht. Also Essen und Trinken ist gut, aber ist nicht schlecht, wenn man es sein lässt. Shin, wir sind fertig. Wann kriege ich meine Power-Rüstung? Fort Atlas ist in guten Händen. Hast du die Aufgabe abgeschlossen? Ja, habe ich. Guck doch nicht immer so grimmig, Mensch. Du kriegst ganz bestimmt bald Falten im Gesicht. Bist ja noch jung und so, aber ne, das geht schneller als man denkt. Ich habe mit den Antragstellern gesprochen. Ich bin bereit für einen Bericht und eine Powerrüstung. Gut, dann schieß los. Ich habe die Personenliste. Gib mir eine grobe Übersicht. Also, Dr. Blackburn braucht Vorräte für seine Forschung. Die Bruderschaft ist nicht die Wohlfahrt. Unsere Mission lautet nicht, Zivilisten mit Vorräten für ihre persönlichen Zwecke zu versorgen. Wir helfen dem Doktor nur, wenn er seine Forschung exklusiv der Bruderschaft zur Verfügung stellt und sie unter unserer Aufsicht geschieht. Eben. Wir sind hier nicht die Wohlfahrt, bei uns gibt's nicht Stahl 4. Er hat gesagt, dass andere dich offenbar mehr brauchen. Ein Zeichen löblicher Disziplin. Gelehrte Valdez könnte interessiert sein, falls ihr zurückkehrt. Aber das ist ihr Problem. Dann ist die Sache ja für uns erledigt. Ja, stimmt. Das können wir erstmal aufschieben. Ad Knapp möchte einen Teil seiner Ernte gegen den Schutz vor Raidern eintauschen. Wir sind keine Söldner, die gegen Güter als Bezahlung Wache für jemanden schieben. Klingt für mich nach einem fairen Deal. Unwichtig. Die Bruderschaft ist nicht dazu da, von Farmern und Siedlern angeheuert zu werden. Wir haben unsere eigenen Probleme. Genug davon. Wer kommt jetzt? Na, ich kann schon nachvollziehen, warum er das nicht machen möchte. Die sind ja relativ neu hier in Appalachia und müssen sich erstmal aufstellen und sich natürlich um die Kernproblematiken hier kümmern. Aber wenn sie sich ein bisschen weiter ausgebreitet haben, dann bleibt später bestimmt ein bisschen mehr Zeit auch für die kleineren Problemchen der kleinen Leute übrig. Telly Lang will Waffen von dir kaufen. Nein. Nein. Sind keine Waffenhändler. Okay, alles klar. Habe ich mir fast schon gedacht. Ich glaube auch, sie ist eine Raiderin. Ich hätte dieser Frau so oder so keine Waffen gegeben. Aber gut, dass du so aufmerksam bist. Der Nächste. Sean Hawkman wurde von Leuten ausgeraubt, die angeblich in der Bruderschaft waren. Unmöglich. Das können wir nicht gewesen sein. Wieso nicht? Wichtig ist nur, dass er es glaubt. Ihr solltet ihm helfen. Das stimmt. Ein schlechter Leumund ist hier im Ödland mal so richtig verkehrt. Ja, hilft ihm. Du klingst wie Paladin Ramani. Doch was er glaubt, soll uns nicht interessieren. Wir haben diesen Mann nicht beraubt. Wir haben damit nichts zu tun. Und so sollte es bleiben. Wow, der ist knallhart, der Typ. Entgegen meiner ersten Annahme hast du bewiesen, dass du Befehle ausführen und für die Bruderschaft von Nutzen sein kannst. Verabschiede dich lieber von deiner bürgerlichen Weichheit. Ich werde deine Hilfe aber in meinem Bericht an Paladin Ramani vermerken. Wenn du dich uns anschließen willst, habe ich nichts dagegen. Ich gewähre dir vorläufig Zutritt zu unserem Gelände. Cool. Geh zu unserer Gelehrten Valdez. Willst du Paladin Ramanis Aufmerksamkeit, brauchst du ihre Hilfe. Alles klar, über Valdez zu Ramani. Danke, das werde ich machen. Bleib besser wachsam. Jupp, mach ich. Eine coole Rüstung trägst du da. Die kriege ich bestimmt früher oder später auch. Oh, ich kann hier rauf jetzt, ne? Also das richtige Gelände. Einfach die Hand hier rauf. Klasse. Boom. 100 Kronkorken. Quest abgeschlossen. Vertrauen ist gut. Stahl ist besser. Hallöchen, ich bin jetzt einer von euch. Oh, was ist das? Was ist das? Das muss ich mir angucken. Quest begonnen in der Not. Erstmal alles so ein bisschen angucken. Jupp. Bierchen. Oh, die saufen hier alle. Nuka-Cola-Becher mit Strohhalm. Für mehr Plastik. Kann ich gebrauchen. Das Terminal
ist. Oh, das ist sogar an. Darf ich hier ran? Das ist Ramani. Alles klar. Ach, die ist aus dem Trailer. Cool. Das Terminal gucken wir uns auch noch an. Aber erstmal laufen wir durch die Gegend. Dann das Terminal und dann gehen wir hier zu unserem Questgeber. Was ist das alles? Das ist ein neues Asset. Das habe ich noch nie zuvor gesehen in Fallout. Also zumindest nicht in 76. Na, OP-Tablett? Nein, danke. Jetzt gerade nicht. Aber ich habe noch keinen Zerlegetisch gesehen. Vielleicht draußen. Und was ist das hier? Ach so, natürlich. Wir sind ja hier in der Sternwarte. Das muss ein Roboter sein. Nicht quatschen. Ein riesiges Teleskop meine ich natürlich. Atlas. Boah. Vielleicht kann man das ja umwandeln zu einer Waffe oder so. Kann ich hier durchgucken? Das wäre das Allerbeste. Hier müsste man dann aber reingucken, ne? Das ist bestimmt das Okular. Und warum liegen hier Knochen rum? Gebrochene Schienbein. What? Warum? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Na gut, ab zum Terminal. Ich komme gleich zu Ihnen, gelehrte Valdez. Ich muss mich erstmal hier ein wenig bilden. So. Hacking. Stufe 0. Naja. Sollten sich von den Kommandobereichen fernhalten. Ich guck noch ganz kurz auf Ihren Computer. Ich bin von der IT-Crowd. Ich bin hier, um die Klammern zu schließen. Ne? Zack. Und nope, keine weitere Klammer. Hier auch nicht. Schade. Vielleicht müssen wir ja richtig hacken oder so. Na klar, ich kümmere mich drum. Aber erst zu Ihren Klammern hier. Mensch, Ihre Klammern sind aber nicht gut aufgeräumt. Ein Glück bin ich jetzt hier. Was haben wir denn für Passwörter? Sword. Null Treffer, na dann eben Raves. Aufzeichnung für den Zugriff auswählen. Oder über Ihren Terminal hier. Ankunft. Endlich sind wir eingetroffen. Der Zustand, in dem sich Appalachia befindet, ist gelinde gesagt erstaunlich. Eine üppige Landschaft verglichen mit dem kargen Ödland, das wir durchqueren mussten. Dies ist ein vielversprechender Ort zur Gründung eines Stützpunkts der stählernen Bruderschaft in Appalachia. Dank Russell Dorsey und seiner unbeirrbaren Unterstützung unserer Sache hatten wir bei unserem Eintreffen schon jede Menge Vorräte. Trotzdem gibt es in Fort Atlas noch viel zu tun. Ich habe... Nein, mache ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich habe vor... Könnte ganz kurz aufhören zu reden. Ich würde das hier gerne lesen. Ich habe vor, meine Bemühungen auf den Aufbau von Beziehungen zu den verschiedenen Fraktionen in Appalachia zu konzentrieren. Besonders zu den Siedlern aus Foundation. Mit den Raidern in Crater wird es mühsam werden, um es milde auszudrücken. Doch für diese Herausforderung bin ich bereit. Die weiter bitte. Die Gunst der Menschen in dieser Region zu gewinnen, wird es einfacher machen, Mitglieder zu rekrutieren und unsere Stellung zu befestigen. Zum Glück sind schon viele Kandidaten und potenzielle Anwärter auf uns aufmerksam geworden. Die Bewohner Appalachias brauchen unsere Hilfe und ich freue mich schon drauf, ihnen unter die Arme zu greifen. Sie haben bereits in Fort Atlas um Unterstützung gebeten. Ich habe Ritter Shin damit beauftragt, die Anfragen entgegenzunehmen und muss zugeben, dass ich seine Abneigung gegenüber Öffentlichkeitsarbeit recht amüsant finde. Ja, der ist wirklich ein harter Hund, aber das hat sicherlich einen Grund und vielleicht werden wir den früher oder später erfahren. So, Valdez, jetzt wird's interessant. In der Not. Und da ist sie auch schon.